Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA 5. Denn heute zeige ich euch, wie ihr eure Spielstände von der PS4 auf die PlayStation 5 bekommen könnt. Und das generell sehr einfach. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch erst einmal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem Leute, für die, die mich auch überhaupt gar nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Videos rund um GTA 5. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an mit Story-Modus. Wie könnt ihr erstmalig in der Geschichte von GTA 5 auch einen Story-Modus von der alten Konsole auf die neue Konsole übertragen. Dafür müsst ihr einfach mal so gesehen ins ältere GTA 5 reingehen, also in meinem Fall auf der PlayStation 4, und wir gehen jetzt in den Story-Modus rein. Seid ihr in den Story-Modus angekommen, Leute, drückt jetzt die Optionstaste, geht aufs Spiel und ihr werdet merken, Leute, dass ein neuer Reiter dazugekommen ist unter Spiel, nämlich Spielstand hochladen. Und jetzt könnt ihr einen, wie gesagt auch nur wirklich einen Speicherstand auswählen, den ihr hochladen möchtet. Aber wichtig, Leute, euer PSN-Account muss natürlich mit Rockstar Games Social Club Account verbunden sein, denn ihr ladet euren Spielstand auf den Social Club hoch und ladet euch so gesehen später davon wieder runter. Also sprich, wenn ihr euren PSN-Account noch nicht mit Social Club verbunden habt, solltet ihr das Ganze tun, denn sonst geht generell nichts mit Sachen übertragen. Gut, in meinem Fall habe ich das natürlich schon erledigt und ich wähle jetzt hier einen Spielstand aus. Gut, so viel Auswahl habe ich jetzt hier nicht, deswegen nehme ich jetzt hier einfach irgendein. Ne, da komme ich so, bist du sicher, dass du es machen möchtest, denn wir dürfen tatsächlich auch nur einen Spielstand hochladen, danach ist das Ganze vorbei. Also sprich, wenn ihr den falschen Spielstand hochladet, dann, ja, dann ist halt vorbei, dann habt ihr nur den. Ne? Deswegen seid euch sicher, welchen ihr hochladen möchtet, und wir bestätigen das Ganze jetzt mit X. Gut, das Ganze wird jetzt hochgeladen und generell war es das schon mit der Magie. Denn wir wechseln jetzt mal von der GTA-Version für PS4 auf die GTA-Version für PlayStation 5 und starten das Spiel. Denn wenn wir das Spiel jetzt gestartet haben und in diesem Menü sind, können wir Story-Modus auswählen. Und wenn wir Story-Modus ausgewählt haben, werden wir sofort gefragt, ey yo, es liegt gerade ein Spielstand für Story-Modus vor in deinem Social Club-Account. Möchtest du den jetzt herunterladen? Und jetzt könnt ihr hier sagen, ja, möchte ich, oder auch, wie gesagt, nein, ich möchte generell neu anfangen. Gut, im Mai habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne hier den Speicherstand haben und gehe auf Herunterladen. Und das Ganze wird jetzt einfach heruntergeladen und wir spawnen dann auch direkt in diesen Spielstand. Und das war es schon generell von der Magie. Ich würde euch generell empfehlen, trotzdem nochmal separat zu speichern, sobald ihr in Story-Modus angekommen seid. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alles, was ihr hochladet, muss innerhalb von 90 Tagen auf der neuen Plattform wieder runtergeladen werden. Sprich, wenn ihr diese 90 Tage verpasst, dann wird euer Spielstand der Story-Modus gelöscht. Sprich, wenn ihr die Zeit verpasst habt, dann habt ihr leider auch das Recht verpasst, euren Charakter bzw. Spielstand zu übertragen. Also denkt dran, 90 Tage ab, den ihr hochgeladen habt. Aber Leute, jetzt kommen wir wahrscheinlich eher zum interessanteren Thema, nämlich euren Online-Charakter übertragen. Für euren Online-Charakter zu übertragen, müsst ihr einfach nur GTA Online reinjoinen oder das Spiel nochmal neu starten und dann in diesem Hauptmenü auf GTA Online gehen. Denn ich gehe hier ins Hauptmenü und gehe auf GTA Online. Und werden natürlich hier auch sofort gefragt, ob wir den Spielstand, der aktuell auf der PlayStation 4 vorliegt im Online-Modus, auf die PS5 übertragen möchten. Aber Achtung, Leute, hier wirklich Achtung. Überlegt euch das gut, denn wenn ihr hier sagt, ja, ich möchte übertragen, dann wird euer Charakter auf der PlayStation 4 gelöscht. Und hier ist auch der Unterschied wie damals von der PS3 zu PS4. Denn bei der PS4 und PS3 damals konntet ihr den Charakter ja auch übertragen, konntet aber dann trotzdem noch euren alten Charakter auf der alten Konsole noch weiterspielen mit euren Freunden, die zum Beispiel keine PS4 damals hatten. Das ist hier nicht so. Euer Charakter wird gelöscht. Das bedeutet, wenn ihr übertragt, könnt ihr nur auf der PS5 spielen. Ihr könnt dann mit eurem Account trotzdem noch weiter PS4 spielen, müsst aber GTA Online von vorne beginnen. Und das ist schon irgendwie, wo ich sage so, warum? Warum? Ne? Weil vor allem bei der PS5 ist ja so, das haben halt nicht viele Leute. Und da finde ich es doch irgendwie echt arschig, dass sie gesagt haben, ja, wir löschen euren Charakter. Ihr könnt mit eurem Freund nicht mal zusammenzocken. Das ist doch irgendwie dämlich, ne? Deswegen überlegt euch das wirklich gut, ob ihr das machen wollt oder nicht. Gut, im Beifall habe ich gesagt, ja, mache ich jetzt und das Ganze wird jetzt übertragen. So, jetzt haben wir auch noch das Ding, ja, mit dem GTA Online Anti-Cheat-System. Denn je nachdem könnt ihr natürlich auch vielleicht diese Meldung hier bekommen, dass euer Charakter nicht übertragen wurde, weil irgendwas, ja, nicht koscher ist an eurem Account. Diese Meldung habe ich, ja, beim Level 8000 Account bekommen, ja,
mein Level 8000 kann man auch erspielt haben in der Zeit. Ja, den konnte ich tatsächlich nicht übertragen. Aber beim Hauptaccount ging das tatsächlich problemlos. Der ist übertragen worden und gut und aus, ne? Aber beim, wie sagt man, Unlock All Account gab es ein paar Schwierigkeiten. Und falls ihr solche Schwierigkeiten bekommt, Leute, dann bleibt euch eigentlich nur ganz wenige Optionen noch übrig. Also in meinem Fall habe ich das tatsächlich einfach mal 2 Tage später nochmal probiert und dann ging's, ne? Also, ja, Problem hat sich von selber gelöst, so gesehen, denn Rockstar Games hatte auch am Anfang einfach Probleme, dass die Accounts, obwohl die in Ordnung waren, nicht übertragen werden konnten, ne? Und deswegen einfach mal mehrmals probieren, denn vielleicht klappt es ja irgendwann. Falls euer Account nach mehreren Malen, nach mehreren Tagen probieren, immer noch nicht übertragen werden kann, dann würde ich euch persönlich empfehlen, einfach mal den Rockstar Games Support anzuschreiben und fragen, ey, mein Account kann nicht übertragen werden, was ist da los, könnt ihr mir vielleicht helfen, könnt ihr da irgendwas machen? Und manchmal sind Spielentwickler ja tatsächlich sehr nett und kommen einem entgegen, wenn man die einfach anschreibt, wenn man sagt, ey, könnt ihr mir mal bitte helfen, mein Account kann nicht übertragen werden. Aber Leute, generell ist trotzdem auch was zu sagen in Sachen GTA Online Charaktertransfer. Denn falls ihr mal von PS4 zum Beispiel diese Shardcards gekauft habt, also die In-Game GTA Dollar-Währung, dann kann das Ganze nicht Crossair übertragen werden. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel von der PS4 auf PS5 übertragen und ihr bekommt auch alles, was die PS4 hatte, auf der PS5. Aber wenn ihr von der PS4 auf die Xbox Series XS übertragt, dann werden die gekauften GTA-Dollars nicht übertragen, denn die bleiben auf der gleichen Plattform. Das solltet ihr bitte bedenken, falls ihr überlegt, Crossair zu übertragen. Also von der PS4 auf die Xbox und von der Xbox auf die PS5 zum Beispiel. Ne? Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Auch wenn ich mich frage, wer kauft denn heutzutage noch Shardcards? Denn es gibt ja genug Money Glitches heutzutage. Und falls ihr keine Money Glitch mehr verpassen wollt, abonniert mich. Aber gut, das war es generell zum GTA Online Charakterübertragung. Und falls ihr nicht direkt beim Starten von GTA Online gefragt wurdet, ob ihr euren Charakter übertragen wollt, das könnt ihr auch nachhinein, wenn ihr GTA Online drinne seid, über die Option Online- und Charakterübertragung einfach auch nochmal aufrufen und sagen, ich möchte hier einen Charaktertransfer machen. So, aber gut, Leute, das waren jetzt alle Informationen rund um Charaktertransfer. Ich hoffe, euch konnte das Video ein bisschen helfen und wenn es euch sogar gefallen hat, dann lasst mal fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin mal raus, Leute, euer Bombard. Ciao!